Er gewinnt gegen den overrated Wichser in der ersten Runde. Doch die dumme Fotze führt sich auf, als hätte sie da gegen uns gewonnen. Diese Arroganz, die trifft bei Gerd schon ziemlich gut. Aber gewinnt so mal gegen wen, der auch besser ist als du. Denn du hast in der Quali durch Textpassagenzwecken vergessen, drüber nachzudenken, dich Rap-Kanzler zu nennen, ey. Ich meine, ich hab nicht viel mit Politik am Hut. Doch nach den Laus aus letzter Runde passt dem Kult zu ficken gut. Oder betteln kannst du nicht und jeder Song ist richtig peinlich. Geschmackssache ist bei dir nur, mit welchem Wort man dich beleidigt. Denn jeder, der dich hört, muss dabei würgen oder flähen. Und wär schwul eine Beleidigung, dann würde ich dich so nennen. Und du singst auch auf Englisch, okay? Aber get out the way, Alter. Könnt mich anstrengen für das Battle, aber der ist das lame, Alter. Und du wirst gecatcht und geraked, Alter. Und gäbe es schon Rückrunden, wären wir back in the days, Alter. Nennst dich Days, aber ich hör mir deinen Shit nicht mal eine Sekunde an. Und es juckt mich gar nicht, denn ohne das Battle mit Erd wärst du weiterhin unbekannt. Sei ruhig stolz auf das, was du drauf hast. Ich hab alles schon geschafft, was dich ausmacht. Du lachst mit uns, auch wir lachen dich aus. Der Shit-Talker vom Dienst kriegt, was er verdient. Ich wollte Lambda als Gegner, doch ich kriege nur Days. Die Rappen ist Siege, die Battle ist easy, mit den Texten perfide, sodass du dich letzten Endes nur selbst verletzt, weil du Penner so heftig verwirrt bist. Yeah. Ich steppe direkt in der Viertel, mache die Clown hier zu meinem Haus hier, nämlich ab jetzt einen Hirten. Ich an deiner Stelle hätte ja nicht so ein großes Maul gehabt. Du hast Gap besiegt, ich auch, du Spaß. Yeah. Days, der Shit-Talker vom Dienst kriegt, was er verdient. Der Favorit Killer Kids verkehrt doch nicht den Favorit. Normalerweise leiht der Schwiegervater einen nicht mal weg. Außerhalb bei Days, der wohnt gleich in seinem Hotel. Und wenn du dann depressiv an der Minibar hängst, dann weil du den verlorenen Einzug ins Viertel verdrängst. Du Pisser. Und für ne eigene Wohnung war Days wieder mal zu bekannt. Hotel Mama war mir ein Begriff, Hotel Schwiegervater noch nicht. Ich mein, was hast du Vogel in deinem Leben schon erreicht? Du hast Geld besiegt, ja. Ja. Nennst dich Days, aber ich hör mir deinen Shit nicht mal eine Sekunde an. Und es juckt mich gar nicht, denn ohne das Battle mit Erd wärst du weiterhin unbekannt. Sei ruhig stolz auf das, was du drauf hast. Ich hab alles schon geschafft, was dich ausmacht. Du lachst mit uns, auch wir lachen dich aus. Der Shit-Talker vom Dienst kriegt, was er verdient, Findest mich so krass, du sprichst es immer an. Ich kack dir in den Hals, dann hat dein Shit-Talker Substanz. Hey, Days, behaupte nicht, dass du dope rappst. Ich krieg man als Charakter, wenn man bei God Simulator im Klo leckt. Wie noch ein dritter Fall, fick dich mal, ich habe Bock, sitz in die Kasse auf, die Fresse zu hauen. Deine Hooks hängen ja auch, als hättest du 1:1 und Shiba geklaut. Weht dich bitte nicht raus, sie hat nur ein Kurva gefehlt, Daisy. Ich spiele mit ihm Smash und der wählt Daisy. Seit Jahren rappen und davon mit keinem Verbesser, komm einer zur Teller und ich scheiß dir ins Bad. Scheiß drauf, für wie geil du dich hältst, wenn ihr einzelne Zeile nicht weiter als Wack ist. Ich mach Bates Hotel zum Bates Motel, denn deine Mutter ist tot, yo.